Einen wunderschönen sonnigen Morgen wünsche ich euch hier von Bord der Mein Schiff 1. Wie ihr seht, hier ist noch Land in Sicht, denn aktuell befinden wir uns noch in Stockholm. Seit gestern Abend liegen wir hier im schwedischen Hafen und hatten hier einen Overnight. Und bevor die Fragen kommen, nein, wir durften hier nicht an Land. Wir haben hier die ganze Nacht zwar in Stockholm gestanden, wir haben gestern gegen 17 Uhr hier angelegt, heute jetzt in wenigen Minuten um 10 Uhr legen wir ab. Aber ja, wir konnten Stockholm hier nur von Bord aus genießen. Wir konnten uns die Stadt von hier oben quasi von den Oberdecks anschauen. Wir hatten aber nicht die Möglichkeit, an Land zu gehen. Das lässt das Hygieneprotokoll und die Behörden aktuell noch nicht zu. Jetzt geht es hier gleich los um 10 Uhr, Leinen los, und dann geht es zurück in Richtung Kiel. Wir haben dann heute noch einen schönen Seetag vor uns, einen sehr sonnigen Seetag. Ihr hier seht, es ist absolut wolkenfrei hier in Stockholm. Und wir werden jetzt die Rückfahrt durch die schwedischen Schären antreten und dann morgen noch einen kompletten Seetag haben. Und bevor es dann am Freitag zurück nach Kiel geht. Und jetzt sehe ich, dass wir uns hier schon von der Pier entfernen. Ich drehe mal um, weil ich glaube, das ist interessanter als mich zu sehen. So. Wie ihr seht, es geht schon los. Da unten sprudelt es schon kräftig. Ich weiß tatsächlich nicht, ob wir mit der Auslaufhymne auslaufen oder ob das wieder ein Melanie erzählt euch schöne Sachen Auslaufstream wird. Ansonsten wartet mal gerade. Ich gehe mal kurz ein Stück zurück. Pascal, ich glaube, wir fahren ohne Hymne. Kannst du DJ spielen? Also ich organisiere uns hier mal Auslaufmusik, das kann ja nicht sein. Ja, unser Captain hat nämlich gerade schon durchgesagt, dass wir hier nicht mit Typhon rausfahren dürfen, warum auch immer. Angeblich, weil wir zu dicht in der Stadt liegen, aber ich kann mich daran erinnern, dass wir auch schon von Stockholm mit Typhon ausgelaufen sind. Das muss also irgendwie andere Gründe haben. Auf jeden Fall, ja, geht es los. Wir fahren weiter. Und legen gerade. Oh, große Freiheit. Oh. Pascal, du sollst die Leute nicht verkraulen, du sollst DJ spielen. Mach ich noch. Also, vielleicht magst du auch guten Morgen sagen. Guten Morgen. So, Pascal sucht jetzt. Geht doch. Thank you.
So, weil wir es ja heute in der Hand haben hier und heute DJ sind und die Hymne jetzt schon vorbei ist, fangen wir einfach nochmal von vorne an. Wenn der DJ das hinkriegt. Das war das falsche Lied. Wir müssen gerade nochmal der andere Hymne suchen. DJ hat es heute nicht so drauf. Thank you.
Josh muss kurz eine Ansage machen. Melanie hat damit nichts zu tun, aber von meiner AIDA-Freunde mache ich das jetzt auch nochmal. Wir sind ja hier in Stockholm. Ist ja nicht schiffsgebunden. Jetzt machen wir noch ein bisschen Sail Away, ein bisschen heulen wegen AIDA und so. Und Melanie hat damit nichts zu tun. Die heult nämlich hier auch schon rum, dass ich das nicht machen soll. Ich fange gleich an zu heulen. Meine AIDA fährt da auch dran. Alle anderen SC und Costa.
und wir haben ja eine lange Ausfahrt heute. Entsprechend hat unser DJ Pascal, unser DJ Kreuzfluencer, eine Playlist angelegt. Und jetzt grüßen wir mal hier so Frittengabel alle Metal-Fans. Aber dauert noch 10 Sekunden. DJ Pascal ist nicht so. Nur, ach hier, pass auf, hier. Einmal Grüße hier an Tommy Roth, Captain von Tull Cruises auf der Metal Cruise. Der meinte frei gewesen, dass Kall an Bord war. Und jetzt können wir hier mal richtig rocken, wenn es losgeht. Thank you.
Darf ich dann nie wieder mitfahren, ist mir aber egal, weil es geht, ist wirklich gut. Thank you.
vergessen, auf welchem Schiff wir heute sind, nämlich auf der Mein Schiff 1. Haben wir jetzt noch was Besonderes. Ihr kennt es bestimmt alle. Ja, Taufhymne der Mein Schiff 2. Auf diesen Tag haben wir gewartet. Endlich ist es so weit. Die große Reise, die heute startet. Alle für die Ewigkeit. Wir sind bereit an den Wind. Der Horizont fängt uns an. Davor das Meer endet und der Himmel beginnt. Besser kann es nicht sein. Leiden los, volle Fahrt. Das Raum ist groß, wir sind am Start. Sind wir im Rausch, hör einfach raus. Spürst du das auch? Spürst du das auch? Wir sind frei. Wir sind bereit. Wir sind überall zu Hause. Das Leben nimmt uns allen aus. Wir sind frei. Wir sind bereit. Wir sind ziehen uns vorbei. Gebt uns Gas, wir sind dabei. Das ist unsere Zeit. Jetzt kommt analog zu dem AIDA-Crew-Song der Mein Schiff-Crew-Song. Crazy, we are the stars.
ist mein Lieblingslied. Na Moment, guck mal, ist die Werbung. So, jetzt mal Lieblingslied, dann ist es. DJ Pascal hat hier wirklich alles gegeben, um euch hier hoffentlich ein paar schöne Minuten zu bescheren. Hier beim Auslaufen der Mein Schiff 1 aus Stockholm. Ja, leider gab es hier heute an Bord keine Auslaufhymne und kein Typhon. Der Kapitän hat es vorher schon angekündigt. Dementsprechend sind wir total froh, dass Pascal hier den DJ spielt und Radio Kreuzfluencer jedes Mal. Radio Kreuzfluencer. Stockholm 9 Uhr. Genau. Ja, wow, da unten ist ja gerade hier einer aufgeschlagen, so mit so einem Boot, so buff. Ja, total toll, dass ihr heute trotz der frühen Uhrzeit schon so zahlreich hier erschienen seid und mit uns das Auslaufen begleitet habt. Wir werden jetzt den Tag ein bisschen genießen. Wir haben vorne am Bug die GoPro hängen und hoffen, dass wir die 5 Stunden komplett einmal draufkriegen im Timelapse für euch. Dann würden wir das nochmal mit emotionaler Musik hinterlegen und dann entsprechend euch auch nochmal zur Verfügung stellen, vorausgesetzt, dass wir es komplett draufkriegen, ne? Ja, und alle, die rumgemeckert haben, was soll da die Costa-Musik oder AIDA-Musik und so, aber wir sind ja international tätig, ne? Kreuzfluencer, YouTube, Internet-Superstar, weltweit bekannt und ich bin da nicht auf eine Reederei festgelegt und wir haben auch schon bei AIDA die große Freiheit gespielt und wir sind da nicht so sponsert, so dass uns irgendwer bezahlt, dass wir nach deren Musik tanzen. So. Ich tanze nach meiner eigenen Musik und da, wo ich will, nach der Musik, die ich haben möchte. Und das ist, glaube ich, auch wichtig. Also man sollte sich nicht so versteifen. Die Welt ist ernst und schlimm genug. Und magst dann, du das halten? Dein Arm ist länger. Ich muss ja schon reden, das ist nicht so einfach. Und ich glaube, wir haben so eine große Community, die alle Reedereien in Deutschland und auch international abdeckt, dass man auch schon mal ein bisschen was anderes spielen kann. Dann freuen die sich auch, fühlen sich auch zu Hause und dann ist alles cool. Und vor allem haben wir, glaube ich, eins im letzten Jahr gelernt, wirklich eine Sache. Es gibt nicht mehr die dort drüben und die da hinten und die mit dem blauen und die mit dem gelben und die mit dem grünen und die mit dem roten Schornstein. Es gibt einfach nur noch die mit dem Schornstein obendrauf. Und Corona hat, glaube ich, der kompletten Branche gezeigt, dass wir zusammenhalten müssen, dass wir alle an einem Strang ziehen, denn nur gemeinsam geht es weiter. Und ich glaube, das haben wir heute ganz gut dargestellt. Und wir haben ja, glaube ich, auf den Kanaren jedes Mal, wenn wir auf Mein Schiff waren, AIDA auslaufen gezeigt. Und wenn wir auf AIDA waren, Mein Schiff auslaufen gezeigt, dann eben auch auf AIDA eine große Freiheit. Und da sagt auch niemand was. Und Tom Roth hat im Fernsehen AIDA gegrüßt und einen schönen Neustart gewünscht. Wenn jetzt die Gäste aufhören noch zu flennen und dann wird die Kreuzfahrtwelt auch deutlich heiler, weil diesen ganzen Krieg, den es da in den Communities gibt, den gibt es de facto gar nicht. Der eine geht halt links, der andere geht rechts. Und wer schlau ist, geht mal links und mal rechts und hat beides. Oma macht Typhon. Oma ist im Übrigen der Kapitän, wo man nicht sagen darf, der ist bei Full Metal Cruise ins Wasser gesprungen. Das dürfen Kapitäne nicht. Aber er fand es lustig, die ganze Crew fand es lustig. Aber ich glaube, Chef fand nicht lustig. Hat er Ärger bekommen. Aber cooler Typ, der ist sehr gut, sehr nett. Er wollte gestern, der spricht so ein bisschen nicht ganz so gutes Deutsch. Und dann hat er gesagt, wir fahren jetzt einige Kurven. Hat Melanie die ganze Zeit überlegt, was er denn meinen könnte. Er meinte Kurven. Nee, er meinte irgendwas mit Zick. Zick und Kürfen? Wir fahren zig paar Kürfen. Zig paar Kürfen und ich habe gesagt, was, jetzt fahren wir schon Ziegen und Kühe durch die Gegend. Das war total lustig. Ja, ich habe es echt nicht verstanden. Kannst du gerade machen. Oh, ich kann den Arm nicht mehr halten. Da hat schon jemand geschrieben, du wärst besoffen mit Heine.
Danke. Nee, das war's der Du. Siehst du, ist hier richtig gut aus. Geh mal weg. Wenn du weg bist, noch viel schöner. Guck mal, wie hübsch ich bin. Also ich bin Single. Das mein Schiff-Türkis steht hier tatsächlich. Ich bin jetzt wieder Single, wenn die Frauen sich bewerben wollen. Das ist ja im Frühjahr immer so, ne? Da werden die Röcke kürzer und so. Du schneidest mich immer ab so. Danke. Also Melanie sucht einen Mann und ich suche eine Frau. Vielleicht auch 3 oder 4 Frauen. Ich bin noch jung. Ich kann noch. Und immer so bewerben bei Facebook und YouTube und so, wo ihr wollt. Ist mir egal. Hauptsache, kannst du bitte aufhören, ich krieg schon genug WhatsApp-Nachrichten in die Richtung. Ja, Melanie steht auf Dickpics, wenn ihr mal eins schicken wollt. Meine guckt die nie an. So, Leute. Wir verabschieden uns für heute. Kaffee trinken. Ich glaube, das war jetzt auch der letzte Livestream der Reise, oder? Ja, wir haben sonst kein Netz mehr. Genau, das heißt, wir verabschieden uns von dieser Reise. Was steht denn als nächstes an, dass wir einmal ankündigen, was das nächste ist? Sind wir das nächste Mal auf der Sol oder geht Niklas jetzt auf Costa? Also ich bin ja jetzt erstmal hier, ich habe mich ja als Lotti-Millionär eingebucht auf Mein Schiff 6, 11.06. Das gibt, ich möchte schon, also das ist nichts für schwache Nerven, was da passieren wird. So. Stimmt, 11.06. bist du auf der Mein Schiff 6 beim Restart 6. in Hamburg. 14.06. ist Restart Hamburg. Und zeitgleich ist Niklas auf Costa Smeralda. Aber ich hoffe, dass Niklas euch auch ein bisschen beim Auslaufen abends live mitnimmt. Also wir werden ihm das sagen, dass er das zu tun hat. Am 19.06. gehen wir auf Aida Sol. Genau. Dann gehen wir, habe ich gestern noch frisch gebucht, frisch, 24.07. bis 31.07. Aida Prima. 7-Tage-Tour. Dann sehen wir am 8.8. August Aida Blue. Dann fahren wir die Cosma Transreise. 22.12. bis 5.1. Und in den Herbstferien wollen wir ins Allgäu, in den Centerpark. Und zwischendrin fahren wir bestimmt nur noch 12 Mal. Das geht ja im Moment Schlag auf Schlag. Ja. Wir machen bei jedem Buchungsstart auch aktiv mit. Weil immer nur erzählen, mach mal und selber nichts tun, ist behindert. Und ich finde auch, dass die ganzen Möchtegern-Influencer-Spacken nicht immer drauf warten sollten, hör auf mich zu hauen, das ist so. Die sollen nicht immer drauf warten, bis Reedereien Kabinen rausschenken, den Reedereien geht schlecht, also selber buchen, mitfahren. Und da kann man genauso arbeiten, muss man halt auch mal was investieren. Ich kenne keinen Beruf auf der Erde und keine Firma auf der Erde, die es geschafft hat, ohne irgendeine Investition irgendwas zu werden. Und deswegen glaube ich, man muss auch mal investieren. 21 ist also das Investitionsjahr in die Branche, auch für uns. Und das machen wir gerne und haben Freude dabei. Und ja, kommen auch ab und zu dann mal raus, das ist ganz praktisch. Genau, also der nächste große Termin ist dann der 11.06. mit dem Kreuzfluencer auf der Mein Schiff 6 Restart ab Hamburg. Ich glaube, das wird das große Finale, da musst du dich echt ins Zeug legen. Das ist der wichtigste Start, glaube ich, in diesem Jahr, der Hamburg-Start. Das gibt die blanke Dekadenz. Ja. Ich habe mir die Diamant-Suite gegönnt und werde 3 Tage aus der Diamant-Suite streamen, wie ich mein Essen dorthin bekomme, wie ich mein Kind wegschicke zum Kaffee holen. Das wird Dekadenz pur, dass ihr mal seht, dass auch Luxus an Bord funktioniert. Und ja, das wird bestimmt lustig. Genau. Im besten Fall schalten wir einfach das Internet ab. Das würde ich denen tatsächlich auch so, wie heißt das, empfehlen. Empfehlen. Aber gut, das sehe ich nicht so gut. Vielleicht geht auch gar nichts, aber dann seht ihr den Rotz im Nachgang. In diesem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wir haben heute, glaube ich, Dienstag, ne? Ich habe keine Ahnung, ich glaube Mittwoch. Wir haben irgendeinen Tag heute und am Freitag kommen wir wieder nach Hause. Und dann sehen wir uns spätestens wieder. Macht's gut, bis dahin, ciao. Tschüss. Hallo.